Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Welch ein Können! Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern! Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Springt, Ezio! Greift am höchsten Punkt nach der Kante! So? Wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr! Trefft mich vor der Frari-Kirche! Aezio, ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun.
weiterer Jünger von Darth. Buongiorno a voi. Dio del cielo, er wird doch jemanden verletzen. Ein paar eurer Tricks beibringen. Ich töte alle, die hier durch. Was tut da? Merda! Nicht an den Arbeitern aus! Alle Tauben zum Freiwillen!
halten. Missfällt euch mein... Buona giornata. Ohne Angst vor Strafe tun. Nehmt es alles, lasst mich leben. Komm, hab keine Angst. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein. Thank you.
Panikerinnerung? Nein, meine Zitronen! Eccolo! Da, ich erwarte ja gar keine Entschuldigung, aber hab ich nicht den Anstand, mir aus dem Boden zu gehen. Nieder mit ihm! Che stronzi! Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Ich habe tolle Angebote für euch. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Was zum Teufel tut er da? Sieht gefährlich aus, nicht? Absurd. Hat er sie noch alle? Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Setter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Ecco, packt ihn!
hier nicht sein. Geht! Jetzt runter hier! Eine verschiedene Anzahl von Zusammenstößen und Todesfällen kann ein Schaffner oder eine Verfügung erlassen, die Ex... Exzellente Wahl, Signore! Was ihr angerichtet habt, Idioter! Ihr habt das den ganzen Weg von der Küste hierher gebracht. Wird auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Aspettate! Nur einen kleinen Moment! Was? Hey, anhalten! Ich habe eine... Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders zu sehr attraktiven Preisen. An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenals zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte legt die Verfügung um zu sehen und die Abgabepflichtigkeit. Die rechte Hand gevattert und singt. Attention! Wir gehören dem Volk. Nach euch. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Hauptmann, aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Hauptmann sagt, das Volk wird sich erheben. Ich habe eine Frage. Wir sollen hier eingesehen werden. Ich Jella. Attenzione! Wegen des kürzlichen Feuers während eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Doch. Folgt mir nach. Medizinische Hilfe. Das sollte jetzt schnell heilen. Du
hol mir deinen Kopf! Ich muss mich verschwinden, so schnell! Bitte, lass mich das überleben! Verschwinde, Maledetto! Du der meiner! Madre Santa, der Eisern! Diabolo, ich habe damit nichts zu tun. Bitte lass mich leben. Diabolo, ich habe damit nichts zu tun. Was? Sagt euch etwas, Freund? Geht, schnell. Meer von Rache könntet und vergebt mir noch. Und berichtet uns von Schäden anstatt... Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Ist der Große da? Kommt mir bekannt vor. Lasst alle Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Hochwohnungen wie in San Polo sollen vermieten. Kui, tun wir es. Bleib dran. Ich fühle nur beste Qualität. Garantiert. Meine Preise reflektieren. Euer Geld scheint echt zu sein. Nicht ins Gesicht! Ich brauche mein Gesicht! Eckler Medardo aus San Polo wurde wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen und wird in 2 Tagen zum Sonnenanbruch.
kommt und holt euch die feinste Kunst. Frisch von der Staffelei, die modernsten Gemälde, Skulpturen und Gehänge. Treffen sich der Dojo und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Nein, bitte! Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualitätsarbeit sucht, dann zurücktreten! Wo ist euer Meister jetzt? Vielleicht ploppen wir eure Schädel auf. Presse, wir hängen ihre Leichen einfach auf den Ballastfenstern. Packungen gegen eure Hühneraugen. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel. Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Mir nach. Oh, Misericordia. Gleich neben unserem Haus. Anschließend. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene.
Ist das nicht gefährlich? Ist der betrunken? Wächtern, Priestern, Obrigkeiten. Salutate mi, Madonna Lisa. Kein Respekt für König. Was zum Himmel? Ist der betrunken? Kommt und seht, was Stolz schön hat. Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! Du gehörst mir, Assassine! Schneller! Verdammt! Dort ist er! Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Zu tun ist. Hier was zu schaffen? Ihr werdet bereuen, geboren zu deiner Katze. Eure guten Tage werden wohl gewürdigt. Senor, herzlich willkommen. Hier und überall sonst, wo Tyrannei herrscht. Das muss hier weg. Alle verrückt von hier. Thank you.
Einverstanden. Geht vor. Erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt andauern. Bitte habt Geduld und lasst euren Ärger nicht an den Arbeitern aus. Na warte, wenn ich euch erwische! Der Tod des portugiesischen Botschafters. Zone für dich. Auf ihn! Sprich, weil ihr seht! Schurke! Höchstpersönlich das Festkomitee an! Lauf! Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde! Zuschlagen! Müde. Haltet einen kühlen Kopf, Leute! Das ist doch schon ein Lauf! Lauf! Denk daran, was ich euch beigebracht habe! Lauf! Lauf! Nichts mit zu tun haben! Lass Rede, Wanda, bitte! Was für ein Schabernack! Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde! Yes! Was zu tun ist, Ruhe bewahren! Nichts getan. Gnade. Yes, erledige ihn. Dann schlagen wir zu. Verdammt, lauf nicht. Lass mich in Frieden. Yes, Ausbildung, Gnade, Männer. Gnade, Signore. Ich bin kein schlechter Mensch. Tötet mich nicht. Bitte. Hau auf mich. Ihr Teufel! Das war das Gesicht, was es vorab erfolgt ist. Bravo, ragazzo! Bring dir den Rest mit, mein Amico. Bella Boss! Wartet, bis er sich eine Blöße gibt! Hast du den Zorn Gottes für einen Vorgeschmack, ne? Da bin ich mich besser raus! Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. Jetzt erledige ihn! Nicht auf hinten hereinfallen!
Danke, fallt ihm in die Seite! Da ist er, Laju! Du bist nicht sehr helle, was? Nun gut, ich war es nicht. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart.
Nicht schüchtern, tretet näher. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Pflege für alle. Bitte, herein! Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie, aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Da ist er! Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein! Geh mir besser aus den Augen! Sofort! Hey! Du bist nicht allein, Bruder.
Mist, schneller! Da! Auf ihn! Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilios Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Wie lautet der Plan? Sie gibt ihnen was zu tun. Ist gut. Ist gut. Wenn ich euch in die Finger kriege! Stück zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie, es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskommt. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr machen? Der Mann wollte nach dem Waldhof. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen Rat wollt, macht er dann einen weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht so schlimm. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Cazzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Eccolo!
Warum begreifen Sie nicht? Es gibt viel weniger Verbrechen. Das Volk lebt viel besser. Ein paar müssen weichen. Das ist der Preis. Warum müssen die Assassinen sich immer einmischen? Wie Giovanni. Hätte er uns doch bloß in Ruhe gelassen. Das könnte... Wache! Wache! Wie lange kannst du weiterlaufen? Hä? Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen.